Du bist auf der Suche nach deiner ersten Vogelspinne. Dein Partner bzw. deine Partnerin sträubt sich jedoch dagegen. Und dir fehlen irgendwie die Argumente, um deine erste Vogelspinne in euer gemeinsames Haus oder eure gemeinsame Wohnung zu holen. Dann habe ich hier die perfekte Vogelspinne für dich. Yo, was geht ab? Mein Name ist Chris und ich heiße euch herzlich willkommen hier auf Sally's World. Vorab sei natürlich gesagt, dass diese Vogelspinne auch für jeden anderen Vogelspinnenliebhaber und jeden, der neu im Vogelspinnen-Hobby ist, natürlich eine Bereicherung und eine wundervolle Wahl ist. Nun will ich euch aber nicht weiter auf die Folter spannen und erzähle euch jetzt, um welche Spinne es sich handelt. Die Rede ist dabei von der Cyriocosmos elegans. Diese Vogelspinne gehört zu den kleinsten Vogelspinnen der Welt und ist somit eine sogenannte Zwergvogelspinne. Sie wird gerade mal 2 cm groß. Die Cyriocosmos elegans ist eine recht schnell heranwachsende Art, die mit 1,5 bis 2 Jahren adult und somit ausgewachsen sind. Als Endterrarium würde hierbei also schon ein 15x15 Würfel reichen. Da diese Spinne bodenbewohnt ist, braucht sie hierbei keine hochformatigen Terrarien. Dafür benötigt die Spinne jedoch ausreichend Bodengrund, da sie halt wahnsinnig gerne gräbt. Dieser sollte dabei eine gewisse Grundfeuchte besitzen und wenn möglich nicht austrocknen. In der ersten Fresshaut fressen die kleinen etwa 2 mm große Tiere, zum Beispiel gerne weiße Asseln. Ebenfalls können auch Mikroheimchen verwendet werden, diese sollten allerdings vorher getötet werden, sodass man nicht Gefahr läuft, dass die Heimchen plötzlich die Spinne fressen, wenn diese sich zum Beispiel gerade in der Häutung befindet. Diese Spinne besitzt neben ihrer geringen Größe aber auch noch andere Besonderheiten. Zum Beispiel wurde herausgefunden, dass diese Spinne eine sehr fortgeschrittene Sozialität besitzt. Das bedeutet, dass sich auch mehrere Individuen zusammen durchaus verstehen würden. Im Gegensatz zur blauen Jemen-Vogelspinne jedoch, der sogenannten Monocentropus balfouri, ist das Gruppenverhalten hier noch nicht weitgehend genug analysiert, um genaue Aussagen treffen zu können, diese Gruppenhaltungen auch privat durchzuführen. Wenn ihr also eine Vogelspinne wollt und gleichzeitig auch eine Spinnenfamilie gründen wollt, dann wiederum ist die Monocentropus balfouri hierbei vielleicht besser für euch geeignet. Eine weitere Besonderheit, die bei der Cyriocosmos elegans vielleicht auch die weiblichen Spinnenhalter unter euch anspricht, ist der Fakt, dass diese ein herzförmiges Ornament auf dem Abdomen besitzt, was sie natürlich in dieser Hinsicht einzigartig und auf jeden Fall wiedererkennbar macht. Zum Verhalten der Cyriocosmos elegans kann man nur sagen, dass diese eine ruhige, friedliche Spinne ist. Ihr braucht also keine Angst vor defensivem Verhalten zu haben. Sie besitzt zwar Brennhaare, doch die setzt sie wie eigentlich alle New World Spinnen nur im äußersten Notfall ein, beziehungsweise, ja, wenn ihr sie so sehr belästigt, in Anführungsstrichen, dass sie einfach keinen Bock auf euch hat. Ansonsten braucht ihr bei dieser Spinne nichts zu befürchten, sie ist auch sehr, sehr leicht handelbar. Ihr könnt auch im Terrarium währenddessen Arbeiten verrichten und die Spinne wird euch nicht am Ende an euren Händen hängen. Zum Thema Unterschied New bzw. Old World Spinnen habe ich bereits ein Video produziert, was ich euch hier oben in der Infobox einmal verlinke, falls euch das Thema interessiert bzw. ihr noch nicht wisst, was dieser Unterschied bedeutet. Wenn ihr also auf der Suche nach einer besonderen Vogelspinne seid, die auch gleichzeitig zu den kleinsten Vogelspinnen der Welt gehört, die einen ruhigen Charakter hat und darüber hinaus als kleiner Funfact auch ein Herz auf dem Abdomen besitzt, dann seid ihr mit der Cyriocosmos elegans auf jeden Fall bestens beraten. Diese Spinne ist wirklich ganz, ganz besonders und einmalig im Reich der Vogelspinnen. Und ja, für jeden, der noch ein bisschen Schwierigkeiten hat, seine erste Vogelspinne zu Hause zu verargumentieren, der ist mit dieser Spinne auf jeden Fall ebenfalls richtig beraten. Und dahingehend kann ich euch diese Spinne nur wärmstens empfehlen.
Eine Spinne hingegen, die schon vielleicht bald in Deutschland vorhanden ist und die du demnächst vielleicht sogar unbewusst und ungewollt als dein Haustier betiteln kannst, ist die sogenannte Loxus celis. Diese Spinne ist sehr, sehr klein und versteckt sich gerne auch mal in den Klamotten von Menschen. Sollte dich diese Spinne beißen, wirst du aufgrund der geringen Größe erst gar nichts davon mitbekommen. Das wiederum kann schwerwiegende Folgen mit sich ziehen. Denn bleibt dieser Biss unbehandelt, dann kann es passieren, dass du lebensbedrohliche Schäden dadurch erleidest. Wenn du also wissen möchtest, was es mit dieser Spinne auf sich hat, dann klicke hier links oben auf das Video, was ich dir im Abspann verlinkt habe. Für alle anderen Tipps, abonniere gern diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr jeden Freitag um 18 Uhr hier auf Sallys World zu verpassen.